Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt mit Lex und mir. Hallo! Wir befinden uns, wie ihr das vielleicht schon, die Gameboy-Spieler unter euch, ne, die haben das bestimmt schon erkannt. Wir befinden uns hier in unserem Zimmer und zwar... Aus dem Spiel Digimon! Nein. Nein. Heute mal aus der Pokémon-Welt. Ja, und wie ihr seht, wir spielen hier online. Da ist der Lex. Hallo. Das und Mädchen da ist der Sigma. Mit den roten Haaren. Ja, die Gothic-Braut. Ja. So, ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal los, ne? Also hier einfach mal so die Treppe runter, wie man das so kennt. Also einige von euch werden dieses Spiel bestimmt auch wiedererkennen. Oh, du bist grün. Ja, du bist auch grün, weil wir Freunde sind. Und also sprechen kann man, glaube ich, indem man mit der Maus anklickt. Ja, Mom, right, all boys leave home someday. Oh yes, Prof. Oak next door was looking for you. Sie ist unser aller Mutter. Prof. Oak. Prof. Oak. Prof. Oak. Ui, es ist dunkel. Warum ist es dunkel? Weil es Nacht ist. Es ist rechts unten, siehst du die Uhrzeit? Es ist 4.40 Uhr. Ah, bei mir zwar links oben, aber okay. Echt? Oh Gott, warum ist das alles anders? Der hat einen Pokéball über dem Kopf. Der auch. Die sind bestimmt im Kampf. Ah, das kann sein. Kämpfen. Oh, cool. Egal, ich will jetzt mein Pokémon. Krass. Ja, ich will auch mein Pokémon. Weißt du schon, welches du nimmst? Ich Rot, Glumanda. Natürlich. Hallo. Ah, cool, der heißt wie mein Rivale Sigma. Ah, cool, der heißt wie mein Rivale Lexa. Der heißt Lexa, das ist ziemlich awesome. Wir sind schon so kleine Nappels, oder? Du weißt schon, dass wir nicht zu Professor Oak müssen. Ja, ich merk's gerade auch, ja. Ist das ein wenig peinlich? Vielleicht. Oh, ja, wilde Pokémon. Ja, das kennen wir ja alle. Ich glaube, hier hat schon mal jeder Pokémon gespielt. Brubble, 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 Brubble. Ich werde euch das jetzt auch nicht alles vorlesen. Nipp. Jetzt laufe ich dem automatisch hinterher. Bla 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 bla. Ja, da sind drei Pokémon. Ich soll eins raussuchen. Weißt du, komm schon. Weißt du auswendig, welches ist? Oh, nee. Oh, kann man die Schrift nicht irgendwie schneller machen? Ich guess. Dauert ja ewig. Shiggy, nein. Nein, kein Wasser. Glumanda, jawohl, temperamentvoll und männlich. So wie meine Lexa. Ey, cool, rechts siehst du deine Pokémon. Charmander! Ui. Charmander, Charmander. Yes. Ja, ich hab einen Charmander. Ich auch. Oh, welche Überraschung, mein Rivale hat ein Shiggy. Oh, welche Überraschung, meiner auch. Oh, er will kämpfen, welche Überraschung. So was. Gott, meine Tuse sieht voll aus, als ob sie zu Team Rocket gehört. Okay, bam, ist hier erster Trainerkampf. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wahrscheinlich so wie immer. Fight. Go, Charmander. Fight. Ach verdammt, gab's nicht in einem im Computer im Anfangraum noch einen Trank? Keine Ahnung, ja. Aber ist doch egal, das gewinnt man doch so, oder? Ich glaub schon, ja. Ich glaub immer mit Scratch und dann gewinnt man das trotzdem. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich meine, dann hast du halt verloren. Boah, der macht mich voll fertig. Ja, mich auch gerade irgendwie. Oh, er hat Tail Whip eingesetzt. Schwing dein Ding. Rutenschlag. Scratch. Ach ja. Wurde die Musik neu adaptiert oder war die auf dem Game Boy auch schon so cool? Die war auch schon so cool. Echt? Ich habe Feuerrot nie gespielt. Oh, er hat, oh, ich habe fast verloren, aber er hat nochmal Tail Whip eingesetzt und jetzt fällt meine Defense, aber jetzt kann ich nochmal scratchen und dann... Jo, 70 Erfahrungspunkte und wir sehen, wie viele Erfahrungspunkte wir kriegen. Geil! Bling. Und uns noch fehlt. Ich bin Level 6. Dito. Player defeated rival Lexa. What? Unbelievable! I picked the wrong Pokémon! It's kaputt! Okay.
Ja, bla bla, ich bin der Beste und Krams, smell you later selbst. Smell you later. Die Simpsons geguckt. Smell you later, Alligator. Ich sehe schon, hier Japaner stehen voll auf die Simpsons. Wie kann ich denn meine... Oh, ich sehe sogar das Leben meiner Pokémon, gell? Ja. Wow, dann können wir jetzt weitergehen, wo willst du hin? Warte, ich will meinen Trank abholen. Oh, wer benutzt denn Tränke? Deine Mutter benutzt Tränke! Gar nicht. Nicht? Nein. Ich benutze auch keine Tränke. Okay, ich finde die Steuerung auch ein bisschen doof, wenn ich ehrlich bin. Mit der Maus, gell? Das ist irgendwie... Und mit den Pfeiltasten vor allem. Ich würde lieber mit WASD steuern. Das kannst du bestimmt in den Settings umstellen. Ja, wahrscheinlich. Ich mache das mal eben. Okay, dann mache ich das mal auch. Dann können mal die Zuschauer auch unsere Settings sehen. Menü. Control. Settings. Control. Oh, hier gibt es auch ein A- und B-Tasten. Z ist A, B ist X. Das ist ja voll auf amerikanische Tastatur. Okay, Pfeiltaste ab macht A irgendwas? Nee, A macht nichts. Gamepad? Man kann das mit Gamepad spielen. Das ist cool. Okay, also für den nächsten Part merken, Gamepad anschließen. Ich könnte ja sogar mein Gamepad anschließen, aber nein, ich glaube, es ist blöd, oder? Ich weiß nicht. Egal, hier jetzt Key up, B, A, nee, S, safe. Juhu, schon besser. Kriegt man hier nicht sogar noch was bei der? Ach stimmt, die Karte. Nee. Nicht? Was liegt denn da auf dem Tisch? Liegt das schon immer da auf dem Tisch? Was liegt das? Keine Ahnung, sieht aus wie eine Karte. Ah, eine große Karte. It's a Big Mac. A Big Mac, yeah! It's a Big Mac, jeder. Aber irgendwie ist die Karte falsch. Wieso? Ich glaube, die sollte untereinander liegen, nicht nebeneinander. Das kann sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, guck dir doch mal die Textur an, die stimmt nicht. Die ist in der Mitte durchgerissen, die Karte. Kann doch sein, vielleicht war es wütend, weil Sigma verloren hat, beziehungsweise Dexa. Ja. Boah, ist ja voll die Party. Müssen wir ja, das ist voll übel. Ich habe echt nicht gedacht, dass hier so viel los ist. Komm, wir warten, bis die alle weggehen. Vielleicht denken dann auch noch mehr Leute, hier kann nicht vorbei. Okay. Boah, immer mitten in die Fresse rein. Weißt du, was mich jetzt interessieren würde? Ja. Gibt das Erfahrungspunkte? Also wenn ich das programmieren würde, dann würde ich überprüfen, ob ein Freund, also Freundesliste, sich gegenseitig duellieren. Weißt du? Ja, meinst du? Ja, wäre vielleicht sinnvoll, ne? Du machst mein Glumanda putte. Weißt du, ich habe mein Glumanda einfach viel lieber, ja. Hast du gut gemacht, Glumanda. Nee, es gibt keine Erfahrungspunkte. Okay. Aber jetzt müssen wir unsere Pokémon wieder heilen, ne? Ich nicht. Ja, du hast verloren. Ja, kannst du deiner Mutti gehen? Hallo, Mama. Mama. Ich hab gerestet. Look, I copied when it said it. Gott, wo bist du hingegangen? Wo bist du hingegangen? Ich bin draußen, oben, hier. Ah, da bist du. Genau. Ich will nicht allein, es ist so dunkel. Ich mache jetzt was ganz Wildes. Ich gehe ins Gras. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir reden. Hey! Ja, die redet immer. Das erste Mal, wenn du hier. So. Haha. Oh, ein wildes Raubi. Oh, ich bin ohne Kampf bis jetzt durchgekommen. Ich laufe da jetzt bis nach oben hin. Du bist so hart. Ja. Ich trainiere mal lieber ein bisschen. Los, kratz es zu Tode. Oh, ich bin komplett ohne Kampf durchgekommen. Du bist so hart. Ja. Ich bin halt einfach Sigma mit zwei A, weil es Sigma mit einem A schon gab, die Schweine. Das nächste Mal nenne ich mich Siegbetter oder so. Ab in den Markt, Professor Alter. Oak. Oh, man, nicht so schnell. Ich bin halt Overpro. Ich bin Level Up. Wollen wir uns nochmal duellieren? Nein, das wäre cool, ja jetzt unfair. Amber erlernt. Was ist Amber? Glut, oder? Echt, auf Level 7 schon? Würde ich doch mal schätzen. Oh, ein Raupi. Stimmt. Cater Pie. Was ist denn hier los? Hast du schon das Paket für ein Eich abgeholt? Jawohl, ich laufe schon wieder zurück. Boah, Alter, ist hier viel los. Krasser Scheiß. Ja, ist doch voll cool.
Und warum haben die einen blauen, warum haben die einen Pokéball über dem Kopf? Was machen die? Ist das so ein AFK-Verkaufssystem? Ich weiß es nicht. Spectate. Ja, nein. Oh, noch ein Kampf. Hä? Noch ein Raupi. Ach so, das ist ein Kampf. Die kämpfen auch miteinander. Ach so, dann kämpfen die gegeneinander. Ja, und dann sieht man das so mit dem lilanen Pokéball über dem Kopf. Cool. Stringshot. Ja, der schießt mit Arrays und Strings um sich. Oh Gott. Das versteht doch wieder keiner. Ja, nerdige Witze müssen wir auch kennen. Boah, das ruckelt. Ja, gell, also so manchmal wird man so wieder zurückgeschmissen. Und es gibt Gilden. Anscheinend. Krass. You are a con in any team. Do you wish to create one? Oh, cool, du kannst ein Team bilden. Für $1,500. Jawohl. Nee, noch mehr. Wie viel haben wir denn überhaupt? 80, jawohl. Jo, wenn wir zusammen kriegen wir das T vom Team. Also, dann setze ich mal Amber ein. Ja, sieht wie Glut aus. Los. Meinst du, dass das nachprogrammiert? Wie meinst du? Naja, mir kommt es vor, als ob man viel, viel schneller EP kriegt. Das kann sein, ja. Boink. Brabbel, ja, man kriegt jetzt hier einen Pokédex und so, ne? Das kennt man ja auch. Ja, ich muss das mal ein bisschen kommentieren, weil es ist gerade ein bisschen lame. Ja, reden wir einfach über die wunderbare Texturgestaltung der Bäume. Bäume, ich habe leider gerade keine Bäume in der Sicht. Aber was ist das eigentlich? Ach, das ist dieses rote Teil, was in dem Professor Oaks Haus steht. Das ist dieser Transporter, ne, mit dem man so Pokébälle transportieren kann. Hier links das Teil. Meinst du eine andere Dimension? Nein, Edition? Nein, ich meine, so. Ach nee, ich meine in den Serien konnte der doch immer die Pokébälle teleportieren. Ach so, konnte er? Okay. Ja. Keine Ahnung, red's mal an, vielleicht passiert da was. Nee, das macht doch nichts. Was ist das hier? Nee, kannst du nicht mal ansprechen. Red's mal an. Ich kann auch sagen, hallo Gerät. Ja, mein Rival ist auch wieder da. Mhm. Jetzt kriege ich auch mein Pokédex. Ich will ein Pokédex und ich krieg alle 180.000 Pokémon, die es bislang gibt. Wie viele gibt's? Ich habe keine Ahnung. 500 oder so? Ich glaube, es sind sogar schon 600 irgendwas. Kommt gleich ein Kommentar. Ich habe gar keine Ahnung. Ja, ja, gebe ich gerne zu. Ich kenne nur die 100 ersten ein. Die 151, jawohl. Ja. Die ersten 151 Pokémon, die kenne ich noch sehr, sehr gut. Und Gold und Silber habe ich auch noch gesuchtet bis zum Umkippen, aber dann nichts mehr. Ja, Rubin habe ich auch noch, ja. Nee, und, das habe ich gespielt, dann war mein Spielstand weg und dann habe ich mir gedacht, nope. Ja, ich habe sogar auf meiner roten Edition habe ich sogar alle 151 Pokémon, da muss ich mal ein bisschen angeben hier. Ich bin, habe ich auch ewig lang für gebraucht und, ich habe sogar hier zu Hause auf dem Gameboy 3DS Pokémon X liegen. Habe ich aber irgendwie, also ich spiele es nicht, aber ja, ich habe es auf jeden Fall. Ich könnte, wenn ich wollte. Ich kann so viel, wenn ich will. Du kriegst jetzt übrigens die Karte, wenn du, naja, die zerrissene Karte. Achso, bist du schon da oder was? Ja, ich habe gerade meine Karte ab. Hey, du bist gar nicht an mir vorbeigelaufen, ich habe dich überhaupt nicht gesehen. Ich bin halt Imber. Was ist das? Townmap. Townmap, wo hast du die denn? Unter B, wie Berg. Und was sind das für komische Flügel? Aber ich hab das da nicht. Sind es die Arenen? 1, 2? B? Ja. Ich hab das nicht. Hier ist nichts drin. Hey, du musst oben auf den Schlüssel drücken. Aha. Key Jus. Items. Jetzt kann ich das mal oben da in die Hotkey-Bar legen und dann. Hotkey-Bar. Kann ich auf F6 und dann. Bäh! Hab ich gerade aufgemacht, ey. Und was sind das jetzt für Fliegeldinger? 1, 2, achso, sind das die Städte? Nein. Was? Diese Fliegeldinger? Ja. Das sind wahrscheinlich Punkte, wo du hinfliegen kannst, wenn du später fliegen kannst. Oder? Wäre eigentlich sinnvoll. Ja, aber weiß nicht. Keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall, gäbe auf jeden Fall Sinn. Yourself? Kasbub? Was? Cool, man kann seinen Charakter anpassen. Ja. Okay, hier rennt jemand schreiend rum. Keine Ahnung, der ist gerade weggerannt. Auf nach Norden! In die Wildnis! Hat man nicht auch Turbo-Treter? Am Anfang schon? Ja, die bekommt man doch von seiner Mutter. Warte, lass mich mal kurz zurückgehen. Ich muss mal kurz fragen. Oh, nö. Okay. Jetzt kämpft hier so ein Einhot-Hot.
Ein wildes Rad. Hut, Hut, Hut. Hut, Hut, Hut. Gibt's das eigentlich nur mit Gold, Quatsch, mit Rot und Grün, Blau oder auch noch mit Gold und Silber und so? Ich glaube, du musst entweder das mit Rot nehmen oder es gibt auch noch ein anderes. Ich habe mir aber nicht durchgelesen, welches das war. Ich glaube, das war Silber oder Gold. Das ist ja cool. Cool. Wobei ich muss ehrlich sagen, die ersten Editionen fand ich am besten. Ah, ich fand Gold und Silber auch noch ganz cool. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Mein Lieblings-Pokémon, das ist schwer. Standardfrage an dieser Stelle. Das ist richtig schwer, aber ich würde einfach jetzt spontan sagen Glurak. Echt? Weil ich finde den, ja, ich finde den einfach so geil, auch in der Serie ist einfach der Hammer. Wie man einfach alle fertig macht, aber. Nein, du kriegst keine Turbo-Treter. Also mein Lieblings-Pokémon ist ja Ampharos. Ja, das ist ja aber, also ich was ist denn dein Lieblings-Pokémon von den alten? Also von den ersten, von den 151. Also als Kind habe ich Mew ziemlich gefeiert. Ja, das stimmt, aber Mew ist halt so, weiß ja, nicht. Ja, quasi special. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube Taubos. Ja, also ich habe gerade einen Pidgey, also einen Taubsi hier. Ich muss sagen, also Taubos war auch schon einer der richtig coolen. Wobei ich Tauboga, ganz ehrlich, sogar noch ein Stückchen besser fand als Taubos. Na, Taubos sieht halt aus wie eine riesige, fette Taube. Ja, Tauboga fand ich irgendwie immer noch so ein bisschen, so ein Stückchen cooler irgendwie, aber... Ich hatte immer, als Kind fand ich immer ein Taubos total geil. Was? Fuck your mother, B. Okay. Aber ich wollte nie Taubsi hochspielen, weil ich Taubsi so langweilig fand. Warum hat der so einen komischen Pokémon-Kreis in meinem Kopf, weil er gerade angelt oder was? Ja, Word. Wahrscheinlich. Duell, Trade, Add Friend, Block. Warum kann ich da nicht zugucken? Nein, oder nicht. Wo kriegt man denn Pokébälle her? Du hast schon 5, gell? Echt? Ja. Oh Gott. Ja, stimmt, ich habe schon 5. Ja, dann lass uns doch mal Pokémon fangen. Hier so ein Taubsi oder so. Gibt's da unten schon Taubsi? Ja, ich habe eben gegen Taubsi gekämpft. Ah, Taubsi! Ein Raupi. Bank. Ich meine, Raupi ist natürlich auch cool. Ein Ratz. Kommt am Ende ja, hier Dingens raus. Smetbo. Smetbo. Und das, also Smetbo ist ja schon echt der Hammer. Ich stehe nicht so auf Motten. Nee. Das ist ja keine Motte, ist ein Schmetterling. Schmetterling, genau. Stimmt, es war ein Schmetterling. Das andere Vieh, wie hieß das? Omot, ja. Entwickelt sich irgendwann aus Blut, aus Blutzuck. Richtig, stimmt. Ich habe gestern wieder angefangen, Pokémon Snap zu spielen. Ja, voll. Richtig cool, ja. Stimmt, das habe ich auch noch zu Hause liegen, Pokémon Snap. Uralten, verstaubten N64 hier in der Ecke. Ja. Jeder N64-Spieler kennt es, rausziehen, pusten, reinstecken. Ja, N64, die Konsole, die einen Blowjob haben will, bevor sie funktioniert. Rausziehen, reinpusten, reinstecken. Meine Damen und Herren, Sie sehen Game Tea ab 18 Jahren. Ja. Oh. Was? Du bist gesprungen? Was? Ich bin gar nicht gesprungen. Ich laufe nur rechts. Du bist über mich drüber gesprungen. Was? Ja, eindeutig. Du bist eben gesprungen. Wie hast du das gemacht? Ich hab A gedrückt. Oh Gott. Ja, ich regle einen Taubsi. Jetzt hab ich Growl eingesetzt. Ich bin ja schlau. Das ist mir auch schon passiert. Okay, und wieder nach links, weiter. Und schon wieder ein Kampf. Alter, was ist denn hier los? Was zur Hölle? Ein Hut-Hut. Ja, ein Hut-Hut. Aus Hut-Hut kommt irgendwann so eine Rieseneule raus, deren Name ich nicht weiß. Du bist doch hier der Gold-Silber-Spieler, das musst du ja wissen. Ja? Ich komme bestimmt drauf. Wenn ich den Namen lese, dann weiß ich sie da. Oh, ja, man kann laufen. Ich habe einen Hut-Hut. Was? Man kann laufen? Ja, man kann laufen. B gedrückt halten und dann bewegen. Ich will keinen Hut-Hut. Und dann läufst du. Ich will auch keinen Hut-Hut-Hut. Das ist blöd. Hut-Hut-Hut-Hut. Das war Tackle. Ist gestorben. Level 9. Ja gut, ich geh jetzt weiter. Ich glaube, Taubsi gibt's wie Taubs am See. Was? Man kann laufen? Man lässt B gedrückt und dann läuft man? Hä? Ja, halt mal B gedrückt und dann beweg dich. Guck, ich laufe. Bei B ist bei mir die Back. Was? Wenn ich B nein, drücke? Nein, nicht B, sondern also den B-Knopf. Ach so. Also.
Achso. Das kann ich doch nicht wissen. Boah, das beißt sich irgendwie mit. Ja, das ist auch eine blöde Steuerung gerade hier. Ich habe hier zweihändig. Ja, ich glaube, das ist das nächste Mal, wenn wir sowas machen, machen wir das mit Handcam oder so. Nein. Oh, warte, ich will erst einen Pokéball. Was? Du kannst doch hier nach links und dann nach oben und dann kriegst du ja einen Pokéball. Ernsthaft? Also kein Pokéball, sondern ein Item. Wo bist du denn? Ey, bei dem alten Alkoholiker. Ach, bei dem? Du bist ja draußen, oder was? Draußen? Wo bist du denn? Ey, warte. Ich weiß überhaupt nicht, wo du bist. Ich stehe jetzt kurz, jetzt stehe ich beim Alkoholiker. Alkoholiker. Ey, der alte Typ, der in der deutschen Version da liegt und sagt, ich hab noch keinen Kaffee. Und ja. In der japanischen Version sagt, Wodka, 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 ich hab noch keinen Kaffee, so. Ich hab einen Kater. Ich dachte, du meinst im Pokémon Center. Was? Ja, ich war gerade im Pokémon Center, weil ich mein Pokémon geheilt habe. Eine Poison gefunden. Warte, ich muss hier mal eben nochmal kurz in die Settings und mein X umstellen. Also mein B, also, weißt du? Ja, wo legt man das denn am schlausten hin? Auf 4 und 5 oder sowas? Ja, yeah, irgendwie so. Settings, Control, Key A, manchmal hier auf 4 und okay, Key B manchmal auf 5. So. Ja gut, wobei du den Key A brauchst ja nicht. Kann man das nicht auf rechte Maustaste machen? Klar brauchst du den. Für was? Du redest doch mit der Maustaste an. Nee, du kannst dich auch mit dem A-Key ansprechen. Aber der Mann spricht nicht mit mir. Ich hab's auch gerade gemerkt. Ich hab gerade mein Knopf wäre kaputt. Die Frau auch nicht. Doch, die spricht. Echt? Ja. Ist sie gerade beschäftigt? Mit mir nicht? Da musst du ein bisschen... Ah, jetzt hat. Ah, das dauert immer so ein bisschen. Das hat irgendwie so einen kleinen Delay. Ja, ich will nicht mit dir reden, blöde Frau. Egal, auf nach Norden. Ich krieg dich, irgendwie. Warte, ich will noch einen Taubsi. Oder ein. Nein, kein Hut. Okay. Ein Hornliu. Los, Glumanda. Weedle. Weedle, 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 Weedle. Ja, nochmal zum Thema Game Tier ab 18. Ja, das heißt Weedle. Das ist stark. Was? Schon gut. Nein, ich hab schon wieder einen Kampf. Wo bist du? Wo bist du denn? Ich bin hier im Mentania-Wald. Taubsi. Warte, ich hab einen Taubsi. Ich bin noch davor. Komm wieder zurück. Drück mir die Daumen. Du musst mir die Daumen drücken, dass ich einen Taubsi fange. Mein Daumen hat geknackt. Das ist natürlich jetzt blöd. Kann man eigentlich auch handeln bestimmt, oder? Also tauschen? Back! Was? Ich will einen Pokéball. Whee! Blub. Whee! Ja, jetzt der Part geht auch schon wieder 20 Minuten. Ernsthaft? Ja, ich würde mal sagen, in 10 Minuten haben wir die halbe Stunde erreicht. Ja, das hast du gut erkannt. Ja, ich hab einen Taubsi. Und ich habe gerade einen Raupi verbrannt. Ja. Oh, jetzt muss ich aber nochmal ins Pokémon Center, das tut mir leid. Ey, du schreckst ja voll die Sendezeit. Nee, die Aufnahmezeit. Ja, die Sendezeit. Immer. Ja, aber, boah, Alter, was ist denn hier los? Ey, was geht denn hier ab? Hier ist voll der Auflauf. Oh, lol, ich lauf gegen eine unsichtbare Wand. Hallo? Ich glaube, es hat... Nein, hallo? Ja? Ich komm hier nicht vorbei? Das ist... Ach, so, hier ist der alte Mann gewesen und der ist jetzt unsichtbar bei mir und darum laufe ich gegen eine Wand. Ah, ja. Boah, cool. Da ist Batman. Ja, ich hab schon gesehen. XXX-rated. Was sagt der da? Ah, One to sell, level... Irgendwie so ein Verkauf, Hannes. Fuark. Fuark. Ich mag jeden. It. Ich kann mein Pokémon nicht heilen. Oh, jetzt hat. Ja. Du, ich finde das Spiel einfach genial. Das ist einfach so geil. Ja, es ist witzig, ja. Es macht Spaß. We hope to see you again. Ja, ich gehe mal in den Oberstock. Vielleicht sieht man da irgendwas Tolles. Hallo? Nee, war ich schon. Ist langweilig. Komm, wir gehen weiter. Ah, das hängt voll. Ah, geht doch. Dead Soap. Die tote Seife. Nee, DAT Soap, nicht Dead. Ach so. Jetzt ist der alte Mann wieder da. Oh, cool. Witzig. Es läuft doch nicht durch das Gras. Ey, ich hab erst einen Pokémon, Mann. Glück gehabt. Ach so, stimmt, du brauchst ja noch einen Taubsi, ne? Oder irgendwas halt.
Nee, wo läufst du lang? Ist auch feindliche Trainer? Ja. Echt? Ich weiß es gar nicht, jetzt wo du mich fragst. Der müsste einer sein. Ja, ja, muss ja, weil du musst ja irgendwie auch Geld bekommen, oder? Also der kämpft nicht. Ernsthaft? Ich will erst den Pokéball. Ein Horn, you. Aber wie kriegt man denn dann Geld, wenn es keine feindlichen Trainer gibt? Tja, entweder Ingame-Währung. Ja, das... Nee, aber das... Ich meine... Also... Das dürften sie ja theoretisch gar nicht. Ich bezweifle nämlich irgendwie, dass die Lizenz von Nintendo haben. Nee, das haben die auch nicht. Dafür ist zu schlecht. Nee, aber der hat auch noch nie gekämpft, oder? Der redet doch immer nur... Ich weiß nicht. Der erzählt dir immer nur, dass... Der hat gekämpft, ja. Oh, unser erster Kampf hier. Also unser erster Trainerkampf. Weißt du? Wunderschöne Pixel fressen. Bugcatcher Rick. Ich lade das Video in 1080p hoch. Das lohnt sich voll. Ja klar, hier Standard. HFR 3D gerendert. Super. Da siehst du dann quasi die kleine Flamme auf dich zukommen. Ja. Das ist sehr effektiv. Ember. Und noch ein Raupen. It's super effective. Whee. So, ich habe ihn geplättet. Theoretisch könntest du doch nochmal schnell zweimal einen neuen Charakter erstellen und mir die Starter-Pokémon geben und ich gebe dir die zwei Starter-Pokémon noch, dann haben wir schon volles Ember-Team für den Anfang. Ja, also wo du das jetzt gerade mal sagst. Warte mal. Bleib mal stehen. Ich will mal... So, hier. Trade. Du hast bekommen? Ja. Bonnie? Pokémon. Gib mir mal dein Taubsi kurz. Hä? Ah, so. Nee, die Starter-Pokémon. Oder? Ich will das wieder rausnehmen da. Kann das nicht mehr da rausnehmen. Ne? Ja. Ah. Pokémon Summary. Ich will das da wieder wegnehmen. Hey. Gib mir dein Taubsi. Nein. Oh, warte nochmal. Ich will... So, hier, Trade. Nee. Das Starter-Pokémon kann man anscheinend nicht weitergeben. Sonst wären da bestimmt noch andere Leute auf die Idee gekommen. Ja, das lag irgendwie auf der Hand. ich glaube, auf Shift wär die Power-Trader voll gut. Ja, stimmt. Aber da musst du den B-Knopf auf Shift legen. Das ist halt blöd. Ich habe ein Anti-Gift bekommen. Oh, kämpft er? Ja, der kämpft. Was habe ich denn für einen Pokéball in meinem Kopf? Einen gelben jetzt, oder? Den normalen halt, ne? Also so einen gelben. Orange-rötlich. Ja, meine ich doch. Der Bugcatcher. Super effektiv. Der Bugcatcher, der arbeitet auch beim Starbucks. Nein, ich meine in der Computerspieleentwicklung. Blümtisch. Ach so, das hat gedauert. Ja, ich hab's gemerkt. War auch nicht so gut. Ja, war quasi, nein. Nein. Nein, eigentlich nur nein. Bugcatcher Dog. Was? Das ist der Duck Heavenen. Level 11, also du kannst mir nicht sagen, dass es auf den alten Gameboy-Teilen echt so schnell ging, die Level hochzusteigen. Nee, das stimmt. Ein Kakuna! Kakuna Matata! Dieses Pokémon esse ich gern. Okay. Hey, ich will das mitnehmen. Als denn, würde ich mal behaupten, wir beenden diesen Part an dieser Stelle. Ja. Ihr könnt ja mal wieder in die Kommentare hauen, ob das ein gutes Spiel ist, ob das ein schlechtes Spiel ist, ob das Projekt fortgesetzt werden soll. Naja, der Typ heißt Pimmelmaul. Danke. Ja, wir lassen uns nicht leicht hier ablenken. Cookies, nein. Lecker, Pimmelmaul. Okay, also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.